Hoi, Freunde der Lüfte, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Oldboy. Und ja, wir haben. Ah, okay, so geht's doch nicht. Einen neuen Kameraden. Und zwar Alphonse, der Pirat. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Jetzt können wir die auch immer schön wechseln. Im Ersten ist jetzt ganz gut, um Gegner zu besiegen. Aber er ist prima, um sowas zu tun. Können wir immer schön switchen. Glaub, der müsste das auch hinkriegen, oder? Oder auch nicht. Okay. So früh gefreut. Schauen wir uns mal weiter um. Gut koordiniert. Okay, der ist dafür zu schwer. Ach cool, jetzt gibt es auch noch Schalter dafür. Nice. Okay, das läuft zeitlich. Hätte ich mir bei dem Ticken schon fast denken können. So wie es aussieht, brauchen wir jetzt so ein Bombenviech. So, ich will aber kurz die Früchte schnappen. Brauche ein bisschen Heilung. Ah, das wäre jetzt fast daneben gegangen. Ja, okay, jetzt brauchen wir ihn doch noch. Ich habe da immer Angst, dass ich mir selber weh tue. Was soll der so gehen eigentlich? Warte mal. Okay, ja, ich habe nochmal schnell nachgeschaut. Das ist alles komplett jetzt verschlossen und ja, was wollen wir machen? Es sah für mich wie ein Geheimweg aus. Aber naja. Wow. So, die werden erledigt. So, ja genau. Jetzt können wir zum Beispiel so Sachen machen. Da, wo wir jetzt nie lang gekommen sind, da kommen wir jetzt lang. Okay, anscheinend passiert so nichts. Das ist schon mal gut. Wow. Wow. So. Bam. Gut. Jawohl. So, da oben rum war jetzt. Ja, da oben rum war jetzt nichts. Doch, genau. Hoppla. Gut. Da muss ich jetzt wieder hüpfen, ne? Kann ich nicht fliegen. Hey, jetzt habe ich den wieder bei mir. Wow! Bam! Ja, da macht ihr halt alle mit einem Schlag schon viel. Nein, ich bin immer noch ein bisschen ungeschickt, natürlich. Das wird dran gewöhnen. So, die schnappen uns auch. Oh ja. Das ist nämlich wieder ein gelungener Hinterhalt.
Ihr braucht nicht fliehen. Ich krieg euch alle. So. So, das habe ich jetzt auch erledigt. So, okay, dann geht's jetzt hier unten weiter. Ja, natürlich. Ein Moment. Glaube ich, hätte ich. Ja, oder so. Ich glaube, das geht wieder ein spannenden Kampf. Das nenne ich einen Abgang. So, zur Sicherheit wechseln wir schon mal. Wir können jetzt langsam ernst werden hier. Hey Jungs, schaut! Ich denke, das ist der Eingang zum Kontrollraum. Kontrollraum? Ja. Unser Plan war es, euch zu stoppen. Ich meine, unser Plan war es, die Windmaschine anzuhalten, damit der Tempel den Weg eurer Flotte blockiert. Das ist der einzigste Weg, die Piraten davon abzuhalten, Advent zu erreichen. Wirst du uns dabei unterstützen, Alphonse? Den Piraten den Rücken kehren ist eine Sache. Sich gegen die zu stellen, eine andere. Die Piraten drohen, Advent zu attackieren. Wenn du uns schon nicht hilfst, warum hast du dir dann die Mühe gemacht, die Piraten zu verlassen? Hast du sie wegen deinem Stolz verlassen? Bist du stolz, nichts zu tun? Ich war mir sicher, du hättest behauptet, du seist edel, Alphonse. Ich? Ich habe entschieden. Ich werde euch helfen. Es ist wahr, die Piraten sind wirklich zu weit gegangen. Und wie sie sagten, ich kann hier einfach nicht rumstehen und zuschauen. Wenn Captain Holstrom wirklich darauf zielt, Advent anzugreifen, müssen wir das auf jede erdenkliche Weise stoppen. Ich, Alphonse, wäre stolz, mich euren Reihen anzuschließen. Ich wusste es, dass wir auf dich zählen können, Alphonse. Nicht wahr, Otus? Nun, lasst uns gehen. Wir müssen in den Kontrollraum. Jo. Haha. Okay, er hat sich entschieden. Er ist doch komplett auf unserer Seite. Das ist echt cool. Ja, genau. Dich behalte ich mal bei mir. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nicht? Gut, dann geht's weiter. So, wir nähern uns anscheinend den Kontrollraum. Es bebt ein bisschen. Okay. So. Alphons Waffe ist wieder geladen. Oh Mann, ey. Es gefällt mir gar nicht, das Ding. Genau. Genau deswegen. Otus? Was war das? Oh nee. Bitte nicht. Ich will nicht. Was zur. Was?
Jungs, bleibt zurück. Aha. Was? Meister Otus, Meister Getty. Alphons, sind wir tot? Ich denke, ihr könnt eure Augen öffnen. Ah! Was ist ihm passiert? Es ist auf der Stelle stehen geblieben. Ich denke mal nicht, dass das Wasser ihm gut getan hat. Ist das ein weiteres Relikt, was hier von den Eulen gelassen wurde? Mich würd's wundern. Meister Getty, was tun Sie? Okay, ja, schlechte Idee. Auf Bewegung, Jungs, bevor es sich bewegt. Oh, war das heftig, Mann. Boah. Das hat schon gut in sich, ey. Auf jeden Fall. So, das sind wieder diese komischen Dinger. Hey, da drüben. Das ist der Kontrollraum, aber... Die ganze Maschinerie. Es sieht so aus, als wäre sie schon seit Jahrzehnten kaputt. Aber sollte nicht dann der Tempel verschlossen sein? Der Professor sagte, dass diese Maschinen die Inseln auseinanderstreuten. Könnte er damit falsch gelegen haben? Wir müssen uns beeilen, Jungs. Wenn wir nicht diese Maschinen nutzen können, um die Piraten aufzuhalten, dann haben sie freie Fahrt nach Advent. Wir sind möglicherweise schon viel zu spät. Lasst uns gehen. Ja, da geht's lang, okay. Ach so, ein... Okay, wir haben's rausgeschafft. Ja, wir können leider nichts tun, so wie es aussieht, ne? Was? Himmlisch. Himmlisch. Okay, wir sind jetzt wo? Ah, nicht was... Geht's hier vielleicht lang? Nee, nicht? Ja, warum wird's jetzt auf einmal so düster? Ah, komm schon. Okay, hier. Kann das sein, dass das da hinten die Hauptstadt ist oder so? Oh, muss mal weiter hoch, okay. War jetzt ein kleines bisschen irritiert. Was ist hier los? Wo sind denn die alle? Ach, es ist doch zu dem hier gekommen. Alphonse? Hört ihr zwei, ab jetzt muss ich mich verstecken. Ihr dürft nicht mit mir hier gesehen werden. Wenn es an der Zeit ist, beschwöre mich mit deinem Teleporter, Otus. Ich muss von hier weg. Was denkt denn der sich? Lass uns gehen, Otus. Wir sollten nachschauen, ob es Asio und der Professor rechtzeitig geschafft haben. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.